Von Kind her sind wir eigentlich in Natur aufgewachsen, waren immer in den Reben. Also meine Mutter hatte mich als Baby schon immer in den Reben dabei. Und ich weiß nicht, irgendwie, die Interesse an der Natur war immer groß und auch an der Artenvielfalt oder eben an dem kleinen Umschwung, der jetzt stattfindet, auch im Rebbau weg von nur noch Produktion, sondern hin zu Artenvielfaltförderung und Umdenken an Ökologie, war ich eigentlich von Anfang an dabei. Für mich war schon immer das Ziel, das Miteinander und Miteinander durchzuführen. Todus ist ein Naturschutzverein, hauptsächlich Ornithologie. Wir sind jetzt immer wieder in Kontakt mit ihnen, was können wir machen, was wollen wir noch ändern. Und bei unserer Zusammenarbeit geht es hauptsächlich die Artenvielfalt und die Rückzugsmöglichkeiten im Rebberg zu vergrößern. Wir sind auch schon lange, haben wir begrünte Rebflächen. Wir sind am Testen mit diesen pilzwiderstandsfähigen Traubensorten. Wir sind eigentlich, sagen wir, sehr innovativ in diesem Bereich. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Landwirten zusammen, um alle möglichen Punkte, was Pflanzenschutz betrifft, möglichst gut und trotzdem nachhaltig zu gestalten mit ihnen. Das Label gibt uns einfach eine Chance, um das, was wir machen, zu zeigen. Die Trauben müssen komplett aus der Region sein, also 100%, und die Kellerei muss hier im Park stehen. Ich denke, es ist schön, dass wir es geschafft haben, es zu erhalten und wirklich trotz allem, was in Krisen, die wir hatten, also schlechtere Jahre, zu überstehen. Und es hat auch gezeigt, dass eigentlich die Genossenschaft eine sehr gute Gesellschaftsform ist, um auch schlechte Jahre zu überstehen.